Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Pauli-Karriere. Und zwar ist es die letzte Episode der zweiten Saison und ihr wisst es wahrscheinlich schon, unsere Ausgangssituation hier ist blendend. Wir haben vor der Saison gesagt, wir spielen 100% gegen Abstieg. Damit haben wir fast nichts mehr zu tun. Wir haben 36 Punkte, da ist man so an der Grenze. Aber wir haben ja natürlich auch noch 9 Spiele. Wir sind 14 Punkte vor dem Relegationsplatz, heißt rechnerisch könnten wir noch absteigen. Wahrscheinlich ist es dennoch nicht, aber was viel näher dran ist, ist Rang 7. Da sind wir nur 4 Punkte hinter Gladbach. Je nachdem, wer den DFB-Pokal gewinnt, könnten wir eventuell in der ersten Saison ins europäische Geschäft eingreifen. Das wäre halt insane. Also wenn wir es schaffen, aufzusteigen und direkt nach Europa durchzumarschieren, dann können wir uns wirklich auf die Schulter klopfen. Dann haben wir eine sehr interessante Sommertransferphase vor uns. Aber wir wollen natürlich nichts überstürzen. Erstmal gehen wir jetzt rein in die letzten 9 Spiele der Saison. Den Anfang macht die Partie gegen Augsburg. Die haben natürlich bekannterweise Eddie Nketiah vorne drin. Das haben wir letztes Mal gemerkt. Da hat er uns Probleme gemacht. Jetzt soll das unsere Top 11 verhindern. Und das geht ganz easy. Cole trifft zum 1:0 und dann ein Doppelpack von der Bayer. Und eigentlich war Augsburg sogar besser. Ja, also zumindest haben sie sich mehr Chancen rausgearbeitet, hatten mehr vom Ball. Aber Cole und Bayer sind natürlich diese klassischen Konterspieler. Und nach dem Spiel ist vor der Jugendschule, es gibt mal wieder 2 Updates. Wir schauen mal rein, das letzte war ja nichts aussagend. Und so sieht auch das erste aus, vielleicht Frank Zimmermann. Aber da stimmt der Marktwert wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, da können wir alle abstoßen. Ich glaube auch. Aber wir haben ja noch eine Chance, weil letztes Mal war es auch so, dass der zweite Scouting-Bericht erst einen Banger dabei hatte. Und zwar Levin Weber war das. Jetzt ist es so, dass der zweite Scouting-Bericht jetzt auch nicht so Bäume ausreißt. Aber ja, wir können ihn ja mal angucken, weil ich glaube, er hat ganz gute technische Werte. Und das ist Emil Moser. Er hat eine 49er Gesamtstärke, ist aber auch erst 15 Jahre alt. Sein Passen und sein Dribbling und sein Tempo stechen ein bisschen heraus. Entweder ein Flügelspieler oder halt eben auf der 10. Wir haben uns mal für die 10 entschieden und schauen, was wird. Daneben Levin Weber, wie gesagt, haben wir ja letzte Episode gefunden. Gucken wir uns einfach nochmal an, weil jetzt ist er auf LV, 65er Gesamtstärke, 80 bis 94 Potenzial. Also das ist schon ordentlich, vor allem auch mit seinen 3 bis 6 Spielstilen. Und jetzt schieben wir wieder ein Spiel gegen Leverkusen an. Im Pokal können wir uns gut dran erinnern, da haben wir sie geschlagen, da haben sie auch mit einer B11 gespielt. Und jetzt sieht es einfach so aus, hätten sie im Wintertransferfenster nochmal die halbe 11 umgeschraubt. Auf einmal spielt Nico Schlotterbeck da, Schurs habe ich auch noch nicht gesehen, Saliba war glaube ich auf der Bank. Also ganz, ganz wild. Die 11 sieht ein bisschen besser aus als die im DFB-Pokal, aber wild. Aber Pens im Tor. Also, who is Pens? Who is Patrick Pens? Also, who are you? Österreichischer Spieler, kann nicht so krass sein. Die haben noch Aaron Ramsdale, Lukas Radetzky und Matej Kova und Jerome Restes. Und Patrick Pens hat übrigens ein Spiel bisher gemacht. Ist aber auch original der schlechteste eigentlich, glaube ich, vom Dings her. Aber ich glaube, der Kollege ist auch ein gutes Talent. Mhm. Ja. Der ist auch ein sehr gutes Talent. Spielt aber gar nicht. Also der Karrieremodus macht wieder verrückte Sachen. Vielleicht auch eine verrückte Sache, dass wir gegen Leverkusen gewinnen. Wir gehen in die Schnellsimulation rein und es wird ein 1:5. Hoppla. Ja, wir haben nichts gesagt. Haben wir gut gemacht. Gute Aufstellung von ja, Abraham und Wirtz und Lookman und nochmal Wirtz, die haben halt Qualität. Ja, die haben halt schon Qualität. Das war der Teil der Aufstellung, der halt gut war. Und wir gehen hier von Spiel zu Spiel, weil wir haben natürlich auch viel vor. Deswegen geht es jetzt weiter mit dem Game gegen Stuttgart. Und da wollen wir mal in die Partie gehen, weil ihr seht rechts, sie sind 18. Sie sind Tabellenletzter. Sie sind wahrscheinlich in der nächsten Saison nicht mehr da. Also wollen wir jetzt nochmal an Controller gegen sie gehen. Also, bei Stuttgart muss man natürlich auf Kirassi aufpassen. Hat auch im letzten Spiel direkt mal doppelt getroffen. Bei uns gibt es 2 Veränderungen zu unserer normalen Top 11. Und zwar Fischer kommt für Hartl nochmal in die Partie. Und dann Kabadayi diesmal über links. Kate Cole kriegt eine kleine Pause. Hat jetzt auch die 80 erreicht. Also er ist jetzt krass. Wirklich crazy gut dabei. Aber er braucht auch mal eine Pause. Kann natürlich von der Bank ankommen. So, Ecke kommt. Kirassi kommt. Nee, Silas war es sogar mit dem doppelten Kopfball. Zweimal weggeklärt oder besser gesagt abgeblockt. Und dann am Ende wird es dann nicht mehr gefährlich. Junge, Junge, der hat aber Schmackes gehabt, der Kopfball, ne? Oi, ey, 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 jetzt mal ganz langsam. Hier. Das ist eine rote. Ich habe nämlich schon gedacht, so ey, lass doch unseren Konter laufen. Da muss es schon rot sein jetzt. Warum auch? Okay, ist schon hoch, ne? Er ist schon sehr hoch, schon kniekehlemäßig. Ja, vielleicht hat Karazor auch viel Aggressivität, so wer sich da aufregt, wahrscheinlich. Und jetzt spielen wir hier 70 Minuten in Überzahl. Das spielt uns auf jeden Fall in die Karten. Mal schauen, ob Stuttgart gewechselt hat oder noch wechseln wird. Bisher sieht es nicht so aus, aber vielleicht wechseln sie ja noch.
Stark von unserer Innenverteidigung. Haben wir hier Guirassy den Ball abgejagt. Kieré treibt ihn nach vorne. Kieré mit der Flanke. Fischer mit dem Kopf. Junge, da legt er sich rein. Hat er heute wieder viel vor? Ich glaube, er hat wieder viel vor. Da legt er sich richtig schön rein in der Luft. Also das ist die Definition von Flugkopfball. Ja. Halbzeitstand 0:0. Da müssen wir schon irgendwie jetzt noch was draus machen. Gegen den Tabellenletzten in Überzahl. Ich habe auch einen Plan. Weil hast du einen Spieler gesehen heute auf dem Platz? Kabadai? Nö. Ist er einmal aufgefallen? Nö. Ja, raus mit dem. Raus mit dem. Ja, ihr wisst natürlich, wer dafür kommt. Er steht oben schon bereit mit der Nummer 44. Cade Cole darf jetzt angreifen. Hat natürlich auch einen starken Verteidiger mit Wagnermann neben sich. Der hat auch Tempo. Aber hier haben wir ihn schon mal ausgespielt. Und Cade Cole mit dem ersten Abschluss für sich. Bisschen drüber. Schon mal einen Abschluss mehr als Kabadai. Also Stuttgart hat sich da aber auch was vorgenommen. Kommen hier richtig gut aus der Halbzeitpause raus. Ja, okay. Gerade wo ich sage, verlieren sie halt auf leichtsinnigste Art und Weise den Ball. Und wir laufen einen Konter deshalb. Maxi Bayer geht über die Seite, bringt den Ball nach innen. Maxi Bayer zieht einfach mal komplett am Tor vorbei. Gott, oh Gott, war das schlecht. So, und jetzt kommt Cade Cole da über die Seite. Ist allein vor dem Tor. Und Cade Cole, er macht natürlich dann auch das 1-0. Da hast du direkt gemerkt, der ist zu gut für diese Verteidigung. Er ist halt wirklich zu gut und er ist halt auch noch komplett frisch. Stuttgart muss eh schon die ganze Zeit hinterherlaufen, weil sie einer weniger sind. Und der Typ läuft einfach schnurstracks vorbei. Ito hat es wirklich noch versucht, an diesen Ball zu kommen. Keine Chance. Aber hier, an diesem Pass, Ito hat es irgendwie versucht, hat sich noch hingelegt. Aber da war alles schon vorbei, erledigt, durch. Und dann ist es Cade Cole mit seinem 11. Tor in der Bundesliga, der uns hier zum 1-0 führt. Halbe Stunde haben wir noch. Wir dürfen jetzt auf keinen Fall nachlassen. 10 Minuten noch, Stuttgart kommt jetzt nochmal. Aber so wirklich nach vorne kommen sie nicht. Müssen also immer wieder zurückspielen, wie auch hier. Jetzt haben sie es über Fujimoto gelöst. Und Mitch, Junge, der spielt so offensiv, dass der Geist ist krank. Es war halt wirklich gerade so, alle 5 Minuten kamen sie mal einen Meter nach vorne. Aber am Ende kamen sie halt wirklich nach vorne. Oh, wichtiger Zweikampf hier von Jackson. Aber eine wichtige Parade auch von Vasil. Der macht das richtig stark. Und jetzt geht Cade Cole wieder. Cade Cole versucht ihn noch. Es war ein Pass, by the way. Wurde abgefälscht. Ja, genau. Es war ein abgefälschter Pass, der hier fast zum Eigentor wurde. Und das müsste es fast gewesen sein. Eigentlich die Nachspielzeit ist schon rum. Deswegen Kieré darf hier noch ein bisschen zaubern. Aber das war es dann auch. Stuttgart durfte nicht mehr zu einer Chance kommen. Ich weiß nicht, was der Schiri wort, aber jetzt pfeift er ab. 1-0 Sieg. Also wirklich mit Ach und Krach nochmal aus dieser Partie rausgekommen. Dank Super Joker Cade Cole. Und ein Blick auf die Tabelle zeigt auch, wir sind immer noch in Schlagdistanz. 3 Punkte in der Gladbach. Die haben natürlich eine krasse Defensive, fällt mir gerade auf. 24 Gegentore erst, das ist heftig. Und 4 Punkte in der Wolfsburg. Gegen beide spielen wir übrigens noch. Da schauen wir einfach mal kurzfristig, welches Spiel das Wichtigere von beiden ist. Und dann gehen wir da nochmal an den Controller. Bis dahin kommt jetzt Mainz, der nächste Abstiegskandidat. Die sind gerade auf dem Relegationsplatz. Schalke hat sich so ein bisschen davon befreit, aber das kann sich natürlich blitzschnell alles ändern da unten. Ja, bei Mainz habt ihr sicherlich auch noch im Kopf. Amenido haben wir dahin verkauft, habe ich gerade auf dem linken Flügel gesehen. Das ist nicht unbedingt die Position, wo er am stärksten ist. Wir haben Maxi Bayer von Mainz, der steht bei uns im Sturm und macht das auch echt gut. Und wir gewinnen das Ding auch. Kieré. Durch Irvine und Kieré. Also am Controller sind wir echt noch nicht warm mit ihm, also wirklich noch nicht. Aber in der Simulation, da trifft er immer wieder. Ja, weil ihr seht, die Statistiken sind jetzt nicht furchtbar. Also 4 Tore, 3 Vorlagen in 16 Spielen. Nur am Controller sind noch nicht so viele gefallen. Wie lange dauert es eigentlich? Ah, wollte gerade fragen. Wie lange dauert es eigentlich, bis er rechter Flügel ist? Jetzt ist er rechter Flügel. Geht leider nicht hoch, aber wir geben ihm natürlich noch einen Trainingsplan. Und dann könnte es vielleicht bald soweit sein, ja? Dann ist es bald soweit. Aber es gibt nicht nur gute Nachrichten, sondern auch den nächsten Spieler, der weg will von uns. Und zwar ist es Eric Smith. Wir haben ihm ja Delaney vor die Nase gesetzt und das hat ihm überhaupt nicht gefallen, weil seine Spielzeit natürlich darunter leidet, obwohl er halt insgesamt immer noch auf 16 Partien kommt. Keine Ahnung warum. Er hat auf jeden Fall wieder einen Wechsel gefordert und da sein Vertrag im nächsten Jahr dann ausläuft, also er hat jetzt noch ein Jahr und zwei Monate und jetzt gerade schon die Angebote kommen, nehmen wir jetzt einfach eins noch an. Das macht einfach am meisten Sinn. Und zwar kam da eins von Feyenoord und bei diesen Spielern, die weg wollen, da kann man eh kaum verhandeln. 3,75 Millionen, 50.000 über Marktwert, das passt uns so. Angebot nehmen wir an und dann hoffen wir, dass bei Feyenoord ein bisschen besser läuft für ihn. Ich glaube nicht, aber ist mir dann auch egal. Weiter geht's. Nächstes wichtiges Spiel, weil das nächste Spiel, wo wir eigentlich die 3 Punkte mitnehmen müssen, es ist der 15. aus Heidenheim und ich würde mittlerweile sagen, dass wir das bessere Team sind. Deswegen
volle Power in die Schnellsimulation, aber es langt nur zu einem Punkt. 0-0. Keiner macht die Tore. So schlimm ist das Unentschieden aber gar nicht, weil ich sehe hier, Augsburg hat auch Unentschieden gespielt gegen Gladbach und wir sind punktgleich mit denen. Die haben halt jetzt nur die bessere Tordifferenz von 4. Wolfsburg immer noch 4 Punkte entfernt. Das wird wahrscheinlich schwer in den letzten 4 Spielen. Kommt darauf an, wie wir gegen die performen. Aber Gladbach könnte man theoretisch noch bekommen. Und das ist das Spiel am 32. Spieltag. Also jetzt einmal noch Daumen drücken in der Schnellsimulation und dann können wir da selber mal ran, würde ich sagen. Denn der 7. Platz würde auch reichen. Gladbach und Wolfsburg sind beide aus dem DFB-Pokal rausgeflogen. Also so, wie wir das gehofft haben, waren natürlich auch die Außenseiter gegen Dortmund und Bayern. Also gibt es wieder den Klassiker im Finale und uns hilft das halt in die Karten. Aber dass wir jetzt gegen Frankfurt spielen müssen, knallt halt komplett rein. 2. Platz sind sie und wir haben es gerade schon in der Tabelle kurz gesehen. Für die geht es doch um alles. Natürlich, wenn du auf dem 2. Platz stehst, 1 Punkt hinter Leverkusen. Also die werden mit voller Kapelle auflaufen. Deswegen geht es für uns auch Wolle rein. Die Top-Formation muss es dann irgendwie richten. Auswärts im Deutsche Bank Park ist dann auch noch. Und da kommen wir nicht über ein 3-1 hinaus. Pavlidis und Mario Götze machen die Tore. Und bei uns war es direkt Köln. Ja, wenn die Offensive nicht trifft, wird es schwer. Aber, ey, Gladbach hat nämlich gegen Leverkusen gespielt. Also ihr habt es gesehen, gegen den Tabellenersten und auch die haben verloren mit 0-3. Das heißt, wir sind immer noch punktgleich mit ihnen. Wolfsburg ist jetzt wirklich 7 Punkte weg. Also das wird fast unmöglich. Aber dieses Kernduell hier, St. Pauli gegen Gladbach, da geht es jetzt um Europa. Da geht es um Millionen. Und jetzt ist es endlich soweit. Borussia Mönchengladbach steht auf dem Programm. Und ein Spieler steht auf der 10, der wurde in dieser Karriere 1000-mal gefühlt in die Kommentare geschrieben. Rocco Reitz auf der 10. So viel Gesamtstärke hat er doch noch nicht, oder? So viel Gesamtstärke hat er eigentlich nicht. Hat auch noch keinen einzigen Einsatz hier bei Er knipst halt gegen uns. Ich wollte halt gerade sagen, so, dann seht ihr mal, weswegen wir ihn noch nicht geholt haben. Weil er ist natürlich wichtiger Bestandteil dieser Gladbacher Mannschaft. Der Mann hat 0 Einsätze, soll aber gegen uns auf der 10 spielen. Da bin ich mal gespannt, ob es wirklich so ist. Aber eine Sache sehe ich ganz gerne. In der Aufstellung war vermutlich Schwanscherer und nicht Furashi. Furashi hat uns nämlich im Hinspiel komplett weggemacht. Der ist ja viel zu schnell auch. Und dann wollen wir mal. Wir sind im Millerntor angekommen und es spielen bei uns in der Startaufstellung 2 neue. Und zwar Fischer, ja, logischerweise, und Elias Saad für Kieré. Weil mit Saad kommen wir am Controller einfach besser klar und hier ist natürlich heute Must Win. Wenn wir das Ding gewinnen, haben wir eine gute Ausgangslage für die restlichen 2 Spiele. Die sind dann zwar schwer, die sind Dortmund und Wolfsburg, aber wenn wir das halt verlieren, dann war es das halt. Boah, das ist ein super Pass, glaube ich, ne? Ja, das ist ein überragender Pass und auch ein super Laufweg. Und unser Starspieler, Kate Cole, fast mit dem Blitzstart. Ich dachte, komm, wir laufen einfach mal den Gareth Bale-Laufweg, einfach über die Außenlinie. Ja. Und er hat funktioniert und er hat fast auch noch das 1-0 gemacht. Delaney bringt die Ecke auf Jackson Irvine. Irvine verlängert ihn. Ball kommt nicht bei uns an. Derrick Köhn hat ihn. Derrick Köhn treibt den Ball über die Außenlinie. Dann ist es Fischer. Fischer geht vorbei. Hat Irvine in der Mitte und das ist der Blitzstart. Das ist das 1-0. 6 Minuten hat es gedauert und das Powerplay zahlt sich aus. Gladbach noch überhaupt nicht im Ballbesitz gewesen. Sie haben ihn nur einmal irgendwie weggeköpft bekommen und dann das war's. Jackson Irvine, der Kapitän, macht selber. Und Fischer mit der Vorlage ist reingekommen und er hat direkt gezeigt, warum. Jetzt nehmen wir es mal raus auf Saliakas. Saliakas findet Elias Saad. Saad versucht, Irvine aufzulegen und der Ball wird abgefälscht oder abgefangen, besser gesagt. Boah, und dann geht's in die andere Richtung. Jetzt muss Nemeth raus gegen Robinson. Legt sich aber auf den Boden. Ja, und dann legen wir Robinson mal auf den Boden. Anders geht's nicht. Ja, da muss man auch mal durchgreifen. Ja, muss man mal. Also, Irvine, Tor und Gelb. Jetzt hier mit dem Kopf klärt das Ganze. Bayer gibt auch Fischer ab und Fischer geht an Leiner vorbei und Fischer ist jetzt alleine unterwegs. Fischer, ihm geht hoffentlich nicht die Luft aus. Fischer ganz alleine und Fischer mit dem Tor. Da ist er. Tor und Vorlage 2-0 für uns. Es ist eine Energieleistung gewesen hier. Ich habe wirklich mit jedem Meter mehr Schuss bekommen. Hast R2 komplett fast kaputt gedrückt, ne? Also R2 war mittlerweile hier irgendwo. Gladbach versucht zu antworten, kommt mit einem Gummo, aber der bleibt wieder ein Schlotterbeck hängen. Ein Schlotterbeck. Klärt zur Halbzeit. Das war's. Macht er souverän, dafür haben wir ihn geholt. Also er macht sich halt wirklich gut. Er ist mittlerweile auch nur 76 hoch. Er ist mehr als grundsolide. Ja, und deswegen ist bei Robin Hack auch nicht viel los. Der hat wirklich gar nichts gemacht. Der ist einfach nur auf und ab gelaufen. First Team Eukalio. Boah, starker Beginn jetzt von Gladbach. Kommen wir über Robinson über die Außen durch.
Irvine hat schon gelb, muss aufpassen, ist auch im Strafraum. Jetzt kommt der Schuss zum 2 zu 1. Boah, war ja krass. Das war aber nicht wieder Fujioto oder wie der heißt, ne? Nee, war er nicht. Ich weiß gar nicht, wer es war, aber es war wirklich ein sehr, sehr guter Abschluss. Also ich habe da, wir haben da beide noch versucht, irgendwie mit irgendjemandem noch in den Weg zu kommen. Am Ende war es Ferry. Also Side Netting nennt sich das in England. Gladbach sieht nach einem gefährlichen Angriff aus. Florian Neuhaus mittlerweile in der Partie. Kam, glaube ich, für Rocco Reitz rein auf die 10. Hat deshalb hier auch die Kugel vorm Strafraum. Pedro Neto ja auch neu, aber der wird vorbei getrennt. Und jetzt muss es natürlich einen Konter à la St. Pauli geben. Und es gibt ihn auch, Cole, im perfekten Moment auf Bayer. Bayer mit dem Abschluss. Sah das nur bei mir so dunkel aus oder hast du den Torhüter gesehen? Ich habe niemanden gesehen. Ich habe gedacht, er kommt raus, dachte ich, gehe ich vielleicht vorbei. Nee, er bleibt irgendwie drin, schieße rein. Also ich habe wirklich, also von meiner Perspektive wurde es so dunkel, ich habe einfach kein, ich hab, wusste nicht, wo der Torhüter ist. Ja, ich musste auch ein bisschen ahnen, dass wirklich Sonnenfinsternis ist. Also da brauchst du eigentlich Flutlicht auf der Seite. Oh. Jetzt aber, also da haben wir jetzt drei Grätschen gemacht und die alle waren eigentlich nicht schlecht. Und wir kriegen ja, das den Ball trotzdem nicht. Also das riecht, das stinkt nach Tor. Guck mal, ja, Junge, das ist so krass. Junge, Junge, Junge. Der komplette Angriff ist eine bodenlose Frechheit. Wirklich. Ich kann man auch komplett ohne Kommentar am Anfang durchlaufen lassen. Das ist der Wahnsinn. Das ist geisteskrank. Wir hauen den. Also erst hast du versucht, einen wegzuhauen. Nochmal? Genau, da habe ich gesagt, okay, dann hau den halt weg. Dann hast du den versucht. Nicht funktioniert. Da habe ich versucht, ihn umzuhauen. Habe ihn eigentlich sogar gehabt. Dann ist der Ball aber von dir zurück zu dem gesprungen. Dann ist der Ball wieder zurückgesprungen. Dann habe ich den ersten abgeblockt. Dann haben sie wieder den Ball gehabt. Dann haben sie wieder zurückgelegt. Dann haben sie wieder abgeblockt. Digga, also. Jetzt machen wir ein Zeitspiel. Also ich stelle mich da jetzt so so penetrant an die Eckfahne. Ja, jetzt hat Gladbach nochmal den einen Angriff. Nein, das kann es nicht sein. Leiner über rechts. Bringt den Ball rein und sie kriegen nochmal einen Eckball. Mein Gott, ey. Nur weil der Ball irgendwo, also du hast wirklich 30 Meter, wo du den Ball reinspielen kannst. Schießen genau zum Verteidiger. Die kommen auf jeden Fall nicht mit. Doch, Torwart ist da. Olschowski ist da. Komm, Kate Cole, du hast doch so viel Sprungkraft. Wen kriege ich denn jetzt hier? Niemanden. Der Ball landet wieder bei Ihnen, wieder bei uns. Er landet wieder bei Ihnen. Ja, ich habe schon lange weggeschossen, keine Sorge. Digga, war das ein Krampf am Ende. Alter, und am Ende sind es 95 Minuten und 40 Sekunden, die der Schiri, also 3 Minuten 40 länger als eigentlich angesagt. Da kracht's. Da wollte FIFA einfach, dass wir noch das Tor kriegen. Aber am Ende ist Fischer der Spieler des Spiels. Ein Tor, eine Vorlage, Irvine mit dem anderen Tor. Und wir gewinnen zum Glück 3 zu 2 und jetzt gibt es einen Blick auf die Tabelle. Da sehen wir uns nämlich auf dem 7. Platz. Gladbach abgerutscht auf 9 sogar, weil Union 4-1 gegen Hoffenheim gewonnen hat. Die sind jetzt auf Rang 8, also da müssen wir auch noch aufpassen. Wir haben natürlich jetzt zwei Spiele, ihr seht es auf der rechten Seite schon Dortmund und dann Wolfsburg. Wir können ja schauen, was Gladbach hat. Die haben Heidenheim und Mainz, das sind ja zwei schwächere Gegner. Das sind Kellerkinder. Also, dann schauen wir mal, gegen wen wir uns durchsetzen müssen. Und ich sehe, Vincenzo Grifo hat einen Kumpel mitgebracht, und zwar Sildia noch auf Rechtsverteidigung. Dazu Pohlmann im Mittelfeld, weiß nicht, wer das sein soll. Interessant ist, glaube ich, aus der Dortmunder Jugend oder... Ja, und dafür sitzen Brandt und Reus auf der Bank. Mir soll es recht sein. Also, schauen wir mal, was das Ganze wird. Wir mussten einmal wechseln, und zwar Metz für Nemeth, weil Nemeth hat 5 gelbe Karten bekommen. Also, hat überhaupt nichts gebracht, dass wir ihn vor der Gelb-Roten beschützt haben. Egal, wir testen es mal. Und es wird sehr deutlich. Oh mein Gott. Felix Metscher, Grifo, Aller und Brandt schießen uns hier 4 Buden rein. Eieieiei. Aber Gladbach spielt unentschieden gegen Mainz. Und Union auch. Oh, das ist perfekt. Union hat auch 0-0 gespielt, also kommen wir damit sogar noch raus. Ja, genau. Wir haben 2 Punkte Vorsprung und müssen unser letztes Spiel jetzt natürlich trotzdem gewinnen, wenn die anderen auch gewinnen, weil wir halt die schlechteste Tordifferenz haben. Deutlich. Aber wir haben zumindest alles in der eigenen Hand. Und dann sind wir angekommen im Spiel. Die Top 11 ist fit, also spielt die Top 11 natürlich auch. Kate Cole ist schon wieder eins hoch, Digga. Der ist auf 81 ich glaub, mittlerweile. Der ist plus 7, ne? Das müssen wir uns gleich mal angucken, das werden wir uns auch gleich angucken. Aber erstmal wollen wir hier reingehen. Wir gehen in die normale Simulation und wollen eventuell die zweite Halbzeit selber spielen. Einfach als kleines Special. Es geht natürlich um so viel hier, da wollen wir ein bisschen mitzocken. Ich glaube, das seht ihr genauso wie wir. Ja, Hartl bringt das erste Mal den Ball nach vorne. Wir haben die erste Chance. Und Maxi Bayer konnte sie noch nicht nutzen. Maxi Bayer mit der nächsten Chance. Es geht nicht ab. Wir sind ja richtig am Powerplay machen. Ja, aber jetzt gibt es einen Konter. Ich dachte schon, er hat sich vorbeigelegt. Ich dachte, wir wurden ehrenlos hops genommen. Aber bisher sieht es gut aus in Irvine mit der nächsten Chance. Castells hält bisher Wolfsburg im Spiel. So kann man es einfach
eigentlich sagen. Also hier drei Schüsse, eine Chance sogar. So, vielleicht jetzt die nächste Chance. Ja. Oh ja, Thierry, yes! Thierry mit dem 1-0. Also man sieht, wir müssen es auch in der Simulation keineswegs verstecken vor einem echten Europa-Aspiranten, sag ich mal so, ne? Mhm. Also Wolfsburg hat hier bisher überhaupt noch nichts gegen unser Pressing auszurichten, ne? Jetzt kommt es das erste Mal über die linke Seite. Aber bisher war es echt eine sehr, sehr gute Performance von uns. Aber natürlich, mit dem ersten Schuss von ihnen gleichen sie aus. Wir gehen rein, damit wir noch die Halbzeitergebnisse sehen. Deswegen jetzt kurz vor der Halbzeit an den Controller, damit jetzt abgepfiffen wird. Und jetzt bin ich mal gespannt. So, für nichts verpassen. Wie steht's bei Gladbach? Wie steht's bei Union? Ja, ist nach hinten losgegangen. Wir haben die Halbzeitergebnisse nicht bekommen. Das ist natürlich auch eine bodenlose Frechheit. Gehen wir extra rein, damit wir die Halbzeitergebnisse bekommen, bekommen gar nichts. Na gut, dann müssen wir uns auf uns selber konzentrieren. Müssen hier den Sieg noch holen. Ah, ich bin alleine drin. Ja. Wir bringen ihn rein und dann geht's los. Also, wir spielen jetzt voll auf Sieg. Wir wissen nicht, was die anderen machen. Wahrscheinlich werden nicht beide patzen, ne? Ich würde auch mal davon ausgehen, dass nicht beide patzen. Deswegen müssen wir hier unser Bestes versuchen mit Kate Cole zum Beispiel. Boah, ich dachte, vielleicht scheppert er ja. Und komm an Schlotterbeck vorbei, weil der wirklich einen Wendekreis von einem Panzer gehabt hat. Václav Černý versucht hier wirklich alles, ihm die jegliche Ehre wegzunehmen. Nur um dann am Ende doch an Schlotterbeck zu scheitern. Und sich dabei auch noch zu verletzen. Alles klar. Egal, wir machen weiter. Gehen über Kate Cole. Nutzen natürlich diese Kontermöglichkeit aus. Da geht es um zu viel, anstatt dass wir die jetzt liegen lassen. Nur wegen einer Verletzung bei einem Wolfsburger. Aber, oh, Maxi Bayer vertändelt so ein bisschen. Kriegt ihn wieder zurück. Saliakas, Kieré, Kieré durch auf Hartl und Marcel Hartl mit dem Treffer zum 2:1. Schön ausgenutzt, diese Verletzung. Lag der immer noch da? Ich hab's nicht gesehen. Ich habe nur noch auf meine Spieler geachtet. Keine Ahnung. Ich glaube, der wird jetzt gleich ausgewechselt. So viel steht auf jeden Fall fest. Aber, sieht er da hinten? Ja, er liegt da immer noch. Liegt er doch. Er liegt da immer noch. Aber ey, wenn der Schiri nicht abpfeift, dann spielen die inzwischen ja auch immer weiter. Ist halt Pech. Ist halt Pech. Und ist auch nur Wolfsburg, also alles gut. Und Kieré schickt jetzt Maxi Bayer mal auf Reisen. Der ist natürlich ein bisschen alleine, aber nach und nach kommen die Leute auch hinterher. Zum Beispiel hier Kieré mit dem Tor! Was ein Tor! Das ist das erste an unserem Controller, ne? Ja, das ist das erste Mal, dass Kieré mit unserem Controller trifft. Und dann ist das so ein wichtiges und so ein geiles Tor. Selber eingeleitet mit dem langen Ball, dann irgendwie hinterhergekommen. Und was ein Kopfball von Dani Kofi Kieré. Digga, Hilfe. Alter, der lupft ihn mit dem Kopf über den Torhüter. Wir haben überlegt, was wir wechseln sollen. Uns ist nichts eingefallen, außer, dass wir vielleicht vorne besser die Bälle festmachen können. Mit Fagir, mit seinem breiten Körperbau, geht das auf jeden Fall besser als mit Maxi Bayer. Ecke kommt, so ein bisschen so ins Niemandsland. So, war eigentlich eine interessante Strategie gewesen. Oh ja, links nach vorne. Links vorne ist jetzt wirklich sehr, sehr viel Platz. Und Fagir versucht direkt mal einen Ball festzumachen und verletzt sich dabei an der Schulter. Doch, Digga! Scherz! Das ist doch ein Scherz, Mann. Aber er läuft in der Mitte schon wieder. Und jetzt laufen wir erstmal mit Kieré, dann auf Hartl. Oh, und in der Mitte kommt unser Kapitän angerannt. Hartl macht's selber, Hartl macht's immer noch selber, Hartl macht's immer noch selber und Hartl macht den Deckel drauf. Das Tor wollte er unbedingt selber machen. Das 4:1 in der 89. Minute, der Deckel auf der Partie. Eine Willensleistung von Marcel Hartl. Jo, da ist aber so durchgerannt. Der hat wirklich Scheuklappen angehabt. Der hat gedacht so, ich sehe hier gar nichts. Also, ich spiele ja alleine. Am Ende geht's gut, es ist das 4:1 und damit ist klar, in unserer ersten Bundesliga-Saison schaffen wir es einfach in, ja, ist die Conference League Quali, oder? Genau, müsste die Conference League Quali sein, das heißt, wir müssen in der nächsten Saison natürlich da noch ein bisschen dran arbeiten, aber, Digga, ist das geil. Das ist unfassbar, vor allem mit diesem Team, mit so schlechten Gesamtstärken sind wir reingegangen, unser Team hat sich so krass verbessert, das ist schon der Wahnsinn. Gladbach hat sogar noch unentschieden gespielt, genauso wie Union Berlin, also im Endeffekt hätte sogar ein Unentschieden gereicht, aber wir wollten es natürlich nicht drauf ankommen lassen. Frankfurt wird deutscher Meister in Saison 2. Leverkusen hat es mal wieder gebottelt. Ist mal wieder Vizekusen. Gegen wen haben sie gechoked? Sie müssen zweimal gechoked haben. Da unten war irgendwo ein 2:2. Also hier haben sie gegen Union unentschieden gespielt und davor den Spieltag haben sie gegen Bremen unentschieden gespielt. Alter, das ist natürlich insane. Absteigen tun Hertha, BSC, Berlin, die werden doch nochmal schlechter als Stuttgart.
unter dem VfB und für Mainz geht es in die Relegation. Das heißt, Schalke hält sich in der Liga. Für die nächste Saison brauchen wir natürlich eure Transfervorschläge. Ich denke, im Tor könnte eine Schwachstelle sein. So eine 73 und vor allem schon 29 Jahre alt ist vielleicht eine Sache, die man ausbauen könnte. Also vielleicht fällt euch da ja was ein oder auf den anderen Positionen natürlich auch. Wir gehen es hier einfach mal durch. So ein Schlotterbeck hat sich natürlich sehr, sehr gut eingefügt. Nemeth war auch nicht schlecht. Derek Köhn kam ja auch für diese Saison erst, ne? Ja. Ist auch nochmal plus 3 hochgegangen. Also ich glaube, da kommt in den nächsten Saisons auch noch ein bisschen was auf uns zu. Dann hier Saliakas als einer der Stammspieler. Macht nicht viel, aber macht seinen Job solide. Delaney, minus 2 gegangen. Könnte man vielleicht auch mal gucken, ob man da noch ein bisschen was Frisches daneben bringt, weil es mit ja auch geht. Ne? Delaney baut auch dieses Jahr schon mit minus 2 ab. Das wird nächste Saison wahrscheinlich nicht aufhören. Deswegen vielleicht auch einen Stammspieler. Delaney dann als Routinier von der Bank. Könnte man mal überlegen. Kommt natürlich auch immer auf die Kohle an. Irvine, der geht mit 32 auch immer noch hoch. Der führt das Team an. Die Kapitänsbinde ist drum. Marcel Hartl auch auf der 8er Position, eine stabile Größe und dann kommt halt immer mehr Fischer, der ist immer noch erst 17 Jahre alt, hat 10 Scorer gesammelt in nur 17 Spielen. Also Kate Cole, die geht durch die Decke. Ja, der hat ja das Potenzial, etwas Besonderes zu werden, also 90 plus Potenzial, hat jetzt schon eine 81 mit 21 Jahren. Wir können vielleicht auch mal ein bisschen auf die Stats gucken, ne? Der hat 97 Tempo. Alter, schaut euch mal diese Stats an. Der hat ja natürlich auch noch 86 Stärke, Stellungsspiel ist inzwischen auch noch da, Sprungkoffer, der hat, Junge, das ist ja insane. 92 Dribbling, der ist ja auch ein Techniker geworden. Also was der Kollege mittlerweile hat, ist wirklich insane. Vielleicht ist ja auch ein geiler Move, dann noch den einen oder anderen Amerikaner zu holen. Also wenn ihr da Talente habt, die ihr feiert, die ihr kennt, die ihr uns mal vorschlagen wollt, bringt die mal ran, weil das ist auch immer clever eigentlich sowas. So eine kleine Gang aufzubauen. Dann haben wir auf der Bank immer noch Saad und Kabadayi. Kabadayi am Anfang der Saison eigentlich ganz nice. Am Ende sehr, sehr unauffällig. Saad macht immer Bock am Controller, muss man einfach so sagen. Und dann kommt David Meyer nächstes Jahr. Oha, habe ich gerade im Vorbeigehen gesehen. Plus 8. Plus 8 auf eine 71. Kommt dann für die Bank natürlich dazu. Dann unser Winterneuzugang Kire, sein Geld hat er selbst wieder reingeholt im letzten Spiel durch diesen unfassbaren Kopfball. Hat auch stabiles Netz bekommen. Inzwischen hat er 11 Scorer in 21 Partien, das ist für den Flügel auf jeden Fall gut. Thomas ist auch bloß letztes Jahr auch mit 72, warte, erst 71, erst 72. Da wird's dunkel für Kabadayi. Dann haben wir Bayer, der plus 3 gegangen ist, wir können auf die Statistiken gucken, 19 Scorer in 34 Partien. Der hat seinen Job gemacht. Ich glaube nicht, dass Aminidou mehr gemacht hätte. Bei Mainz hat er weniger gemacht. Das steht fest. Und er hat natürlich auch Bock gemacht. Als Abschluss der Episode zeigen wir euch natürlich hier noch so ein bisschen die Kader oder einen Kader zum Beispiel von einem Absteiger. Ist einfach so. VfB Stuttgart ist abgestiegen. Da sind natürlich ein paar interessante Namen dabei. Guckt sie euch mal an. Und wie gesagt, generell, ihr müsst uns jetzt mal wieder richtig ordentlich was in die Kommentare schreiben, damit wir wissen, wen wir holen sollen. Bei Stuttgart habe ich natürlich einen Kandidaten ganz besonders im Auge, wenn ich dran denke, dass Kollege Dings bei uns sehr alt wird. So ein Stiller auf die 6. Könnte man mal drüber nachdenken. Ihr habt natürlich auch in der Saison schon immer Transfervorschläge reingeschrieben. Schreibt die ruhig jetzt ein doppeltes Mal wieder rein. Da müssen wir nicht wieder die ganzen Episoden nachsuchen. Also wenn ihr schon mal was reingeschrieben habt in der Saison, dann gerne einfach nochmal reinhauen. Da haben wir alles unter einem Video. Das passt für uns auf jeden Fall besser. Wie gesagt, schreibt gerne einfach mal Sachen in die Kommentare. Und natürlich freut euch auf die neue Episode. Deswegen lasst jetzt noch Like fürs Video da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann schaltet für Saison 3 wieder ein. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Und Servus. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized.